Gebiet müsste, wenn mich nicht alles täuscht, komplett geklärt sein. Dann können wir jetzt noch Folgendes machen, dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Wir quatschen nochmal mit den neuen NPCs, die hier sind. Wir geben die Schattenasche ab, um uns den Schlüssel zu holen. Das können wir gleich mal als erstes tun. Well met, Ashen One. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Ja, das ist jetzt alles noch nichts Weltbewegendes, was die hat, aber was sie zusätzlich jetzt bekommen hat, ist dieser Grabschlüssel und den brauchen wir. Den nehmen wir uns mal mit. Danke. Ja, ja, Quatsch nicht. So. Dann haben wir ja Cornyx freigeschalten. Den haben wir jetzt hier. Ah, there you are, unkindled one. I wish to express my gratitude for trusting a lowly pyromancer and allowing me to gaze upon this majestic flame. As promised, I will impart pyromancies to you. But first, you'll need a flame of your own. Careful you don't burn yourself with it. To learn pyromancies, you must vow to become my pupil. I know, but such is the way of the world. Respect your elders and so on. And pyromancy, of course, is no exception. Oh, we'll need a pyromancy tome to learn more advanced pyromancies. Though unorthodox, that would be the most expedient way to make progress. If this were the Great Swamp and you had the luxury of time, we could have trained you the hard way. To learn pyromancy, I am... Okay, das hatten wir jetzt schon. Ja, ist ja gut. So. Ja. Den haben wir jetzt freigeschalten. Dann können wir bei Grey Rat können wir jetzt noch den Knochen abgeben. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As, well, a little trinket of thanks, I suppose. You can keep the ring as... Okay, hatten wir auch schon. Gut. Goodbye. Ja. Der ist jetzt ein bisschen niedergeschlagen, aber irgendwann haut er ab und besorgt neue Waren. Dann haben wir Joel ja noch gefunden, beziehungsweise freigeschalten. Oh, our champion of Ash. Welcome home. This pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have. Had you not taken me into your service, I thank you dearly for this, and assure you of my leal service. So, und hier können wir jetzt wahre Stärke entfalten. Then shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true strength shine. Ja, wie gesagt, da können wir jetzt ein Level einfach so aufsteigen, ohne dafür was zahlen zu müssen. Ist man da Kondition vielleicht, oder? Oh. So. So, das kann man jetzt öfter bei dem machen. Ich weiß bloß nicht genau, wie sich das verhält. Weil jetzt nochmal geht ja nicht. Gegenstände kaufen kann man bei dem nur ein paar Zauber. Die habe ich alle schon. Da muss ich dann nochmal gucken. Okay.
Ich bin jetzt mal überlegen, wollen wir die... Die Seelen, die können wir jetzt eigentlich... Eigentlich können wir noch leveln. Das ist ja eigentlich... Eigentlich wäre das ja Quatsch, jetzt hier nochmal mit 200.000 Seelen loszurennen. Die Feuer der Seele können wir noch abgeben. Siehst du, die haben wir eingesammelt. Ashen One, this is much like what lies within me. Then let it find its own place within my bosom. She will understand. We are both fire keepers after all. Forgive me, sister. May the flames guide thy way. Ja, und ihr habt ja gesehen, eile das dunkle Siegel. Das heißt, wir könnten jetzt, was Dings gerade angerichtet hat, könnten wir jetzt wieder rufen. Und zwar sind wir ja so ein bisschen, glaube ich, zur Hülle geworden. Mal kurz schauen, ob wir uns verändert haben. Nee, noch nicht so richtig. Aber so langsam, wenn man das öfter bei dem macht, wird man dann zur Hülle. Ne? So, wenn ich das richtig mitbekommen habe, muss man hier, wenn man in ein Eid rein will, muss man das hier reinpacken. Ne? Hier Sonnenlicht haben wir schon, der blaue Pfad, blaue Wächter, Wallbauer und Pharaons Wachhunde. Ich würde mal den reinpacken. Ja. Das wäre es erstmal. Aufsteigen wollten wir noch. Welcome, Husband. Very well. Then, hey. So, was können wir da machen? Kriegen wir zwei hin? Ja. Gut, so machen wir hier Kondition noch auf 40. Ich bin ja auch eigentlich gewillt, denn jetzt noch ein bisschen was in Zauberei. Und vielleicht... Na, Glaube, Intelligenz, das weiß... Naja, lieber Intelligenz. Vielleicht auch mal ein bisschen zaubern, warum nicht? Also, weil ich finde die Werte jetzt schon relativ angenehm. Aber ich weiß es noch nicht. Also, eigentlich bin ich nicht so der gerne zaubert. Ja, weniger. Da schauen wir mal. Okay. Gut, dann hätten wir hier soweit alles erledigt. Und dann reise ich... Ach so, was wir nochmal ausprobieren könnten, wäre folgendes. Ich habe ja kein weiteres einfach möglich, genau. Und jetzt können wir nochmal zu dem anderen gucken hier, zu dem Schmied. Weil ich glaube, mehr als 15 ist nicht möglich. Wir haben alles gefunden an Verstärkung für den Estus, was geht. Verstärken, keine weitere Verstärkung möglich, genau. Genau. Also mehr als 15 ist nicht möglich, gut. Dann reisen wir jetzt wieder zurück. Und zwar reisen wir... Hier reisen wir. Und dann machen wir jetzt gleich im nächsten Video, machen wir das fluchverderbte Großholz. Bei meinem ersten Durchgang habe ich bestimmt, ich glaube 9 Versuche habe ich gebraucht, ja, ich den mal platt gekriegt habe. Das war ein Akt. Aber ich habe es mir auch relativ schwer gemacht, muss man mal dazu sagen. So schwer muss man sich den nicht machen. Wenn da versucht hier angefangen mit dem Bogen rumzuschießen und hier und da. So schwer machen wir uns das diesmal nicht. Okay, dann danke ich erstmal fürs Zusehen und dann sehen wir uns im nächsten Video beim fluchverderbten Großholz wieder. Vielen Dank.